So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Diesmal bin ich hier im Singleplayer. Gestern haben wir ja Multiplayer gestreamt. Beziehungsweise für euch ist es dann vorgestern. Ich habe was ganz Geiles entdeckt, das kann ich euch gleich zeigen. Das war eine Mine. Da bin ich jetzt gerade dabei, Gleise zu verlegen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Also, das heißt, also wir bauen hier Gleise von hier nach da. Und fahren dann quasi hier runter. Ich habe da schon den Weg hier ein bisschen freigeräumt. Können wir klar gleich mal ein paar Fackeln hinmachen hier. So. Und weiter geht's. Da ist die Mine hier. Da will ich Gleise verlegen. Und da geht's echt ab hier. Da ist auch irgendwie ein Spawner. Hier sind schon die Gleise. Und hier werden wir schon beschossen von zwei Geisteskranken, drei Geisteskranken sogar. Oh. Einer ist tot. Der zweite ist jetzt. So, auf jeden Fall werden wir dann hier es erkunden. Da bauen wir auf jeden Fall eine Schiene hin, weil es hier viel Material gibt, wo wir brauchen könnten. Ja, und es ist halt unser nächstes Ziel hier, schon mal anfangen, ein paar Gleise zu verlegen. Dazu brauche ich halt ein bisschen Material. Ich habe ja hier schon ein bisschen was gesammelt. So, habe ich noch ein bisschen Eisen gefunden. So, und jetzt habe ich halt gerade eben entdeckt, ich bin wieder hier ein bisschen offscreen auf Höhlentour gegangen. Ich habe ein bisschen Material gesucht für unser nächstes Projekt. Und wir werden jetzt halt die Mine hier dann in der nächsten Folge ein bisschen erkunden. So, jetzt brauchen wir halt noch ein bisschen Kohle hier. Ich spiele es hier auf der 1.6.3. Im Livestream gestern waren wir, oder vorgestern für euch, waren wir auf der 6.1.6.2. Hier sind wir halt auf der 1.1.6.3. Warte, da fehlt noch ein Stein. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 3. Ich brauche immer 3 breit, weil wir da noch Licht hinpacken wollen. 3, 3. 1, 2, 3, da muss das hier halt verschwinden. Irgendwie. 3, 3, 3, 3. Da muss hier die Mauer hin, dass wir hier ungestört bauen können. Und keine Monster kommen hier, um uns zu verletzen, um uns umzubringen. So, rum, jetzt habe ich das Wort gefunden. So, und. So. Wir bauen uns also quasi hier zu, dass wir ein bisschen geschützt sind. Und das kann alles hier erstmal ein bisschen weg. So. Da muss auch weg. 3. Genau. Immer schön 3 breit. Da kommen natürlich auch dann gescheite Stufen hier rein. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um den Weg. Da kommen dann wahrscheinlich Steinstufen rein. Dazu brauchen wir jetzt, dazu müssen wir aber erstmal ein paar Steine brennen, um sowas herzustellen. So, da habe ich gesagt, dann gehen wir hier hoch. Und wir kommen mal hier noch ein. Ah, lass mich gerade mal kurz überlegen, wie wir jetzt weitergehen. Wir gehen doch. Warte, das können wir später. Ich weiß nicht, wie wir jetzt da weiter vorgehen sollen. Das mache ich dann später. Wenn ich mir einen Plan ausgedacht habe, wie wir da jetzt weitermachen können. Ist natürlich jetzt uncool, dass da jetzt Wasser reinläuft. Genau, auf jeden Fall wollen wir dann von hier nach da. Das heißt, wir müssen hier auch einen Dreier machen. 3. So, und weiter geht's. 3, 3, 3. Man sieht, es geht relativ schnell, wenn man genügend Steine hat. Ich muss da noch ein bisschen Gold noch einschmelzen für Aktivierungsschienen. Da brauchen wir auch haufenweise die Aktivierungsschienen. So, jetzt müssen wir gerade hoch in unser Lager gehen. Das Zeug alles verbrennen. So quasi einschmelzen. So. Es geht ja relativ hier schnell.
Sind wir auch schon. Ich weiß mal, warum da jetzt gebratenes Fleisch drin ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was schon gebaut. Hier die Wände schon ein bisschen verkleidet, dass es hier ein bisschen schön aussieht. Und das werde ich dann alles runterpacken hier, die ganzen Sachen. Habe ich nix. Da sind wir voll. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Da tun wir mal alles rein, was wir eben nicht gebrauchen können. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch ein paar Werfer. Beziehungsweise brauchen wir das. Brauchen wir jetzt im übernächsten Projekt. Dann bauen wir ein automatisches Lager. Ich habe nämlich so ein ganz einfaches Lager nämlich gefunden. Und das werden wir dann zusammen bauen. Jetzt tun wir aber erstmal aus der ganzen einzelnen Kohle einen Kohlenblock bauen. So. 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 Die hebt nicht länger als so normale Kohle. Meiner Meinung nach. Jeder hat halt seine eigene Meinung. So. Wie schon gesagt, ich bin ganz zufällig auf die Mine gestoßen, wo ich vorhin durch mich ein bisschen gegraben habe, habe nach Material gesucht. Es war also jetzt quasi ein Glücksfall. Jetzt tun wir hier aber trotzdem hier noch kurz schnell hier. Hier noch die restliche Kohle hier rein. Es brauchen wir nicht viel zum Brennen. Zum Goldbrennen und zum Eisenbrennen und natürlich zum Fleischbrennen, Steine brennen. So. Haben wir auch noch in 64er Stack noch mal Kohle. So, dann geht es relativ schnell hier. Das ist die restliche Kohle, mit der können wir im Moment nichts anfangen. Wir bauen auch noch da noch ein großes automatisches Lager, habe ich ja schon gesagt. So, bringen wir das gerade mal runter. Jetzt packen wir mal ganz einfach mal da oben rein. Kohlenblock, das da. Bruchsteine brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir gar nicht mehr. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch im Moment nicht. So. Jetzt noch ganz schön weiter zum Bauen des Gleisbetts. Ich weiß, ich benutze mal Kies, aber Kies habe ich im Moment keins, als nämlich Bruchsteine. Wir bauen natürlich da noch einen großen Bahnhof da noch hin. Deshalb muss das ganze Ding hier dann auch verschwinden. So. Hier müssen wir es natürlich vier breit machen, weil ich da doch einen Schutz außenrum bauen will, dass da keiner rausfliegt während der Fahrt. Das heißt also, wir müssen es hier ein bisschen... Wenn wir es hier und hier, das heißt also, wir bauen es eingleisig. Da kommt ein Gitter. Ne, dann lassen wir es bei 3, wenn wir es eingleisig bauen. Das können wir ja immer wieder ändern, aber jetzt bauen wir es erstmal eingleisig, damit wir da weiterkommen hier. So, so. So, so, so. Wir brauchen viele Bruchsteine, Bruchsteine, Bruchsteine. Der war verkehrt. Aber ist jetzt also wieder weg.
Ja, ich habe zum Glück gleich geschafft hier. So. Oh, weiter geht's, immer so weiter und so fort. Immer so weiter und so fort. Da gibt's aber keine Bruchsteine mehr. Gehen wir gerade mal da zurück und bauen hier ein paar Bruchsteine ab. Ja, hier gibt es ganz viele Bruchsteine, die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Bruchsteinen. Mal schauen, vielleicht entdecken wir ja irgendwas noch. So. Wir brauchen ganz viele Steine. Ich kann natürlich auch so einen Bruchsteingenerator bauen, wenn ihr das wollt. Ist alles kein Ding. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Zugstrecke, um die Gleise und um den Bahnhof, wo ich dann um den Güterbahnhof, wo ich dann bauen will. So. Wir haben zwei Stacks Bruchsteine mit, also 128 Steine. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, wir kommen wieder kurz zurück. Ich werde auch eine automatische Weizenfarm da noch bauen. Die ist nämlich praktisch, da brauchst du nur einmal drauf zurück, schon ist dein Essen fertig. Denn auf normale Weizenfelder, das dauert ein bisschen länger. So. Kommt wieder weg. Das Sand brauchen wir für unser Glas. Also für unser zu Hause, dass wir ihn noch ein bisschen verglasen, dass es ein bisschen schön aussieht. So. Wir sind fast da. Okay, jetzt habe ich mich da leicht verbaut. Jetzt wird gerade mal hier wieder machen. Na, den einen Stein nehme ich mir gleich wieder. Da habe ich ihn schon wieder. Aber kurz Luft holen und dann geht's weiter. Ah, cool, jetzt geht's sogar so. Sehr gut. So. Wir bauen noch eine Reihe hin, weil ich da ab und zu mal Redstone verwenden will und da kommt das Wasser immer wieder rein. Das heißt, als wir bauen da gerade eins breiter noch. So, 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 so. Du weißt ja, wir brauchen Redstone-Blöcke für den Antrieb. Deshalb bauen wir hier noch ein bisschen. Obwohl. Ne, brauche ich gar nicht. Was mache ich da für einen Scheiß? Das brauchen wir doch gar nicht. Also die ganzen Steine kommen hier wieder weg. Oh, dann tun wir mal ein paar Schienencraft mit der Hoffnung, dass ich so viel Material auch da habe. Ich brauche einige Schienen.
Jetzt müssen wir halt nochmal auftauchen. Jetzt kommt doch tatsächlich deine Spinne an. An. Zum Glück habe ich die Steinzerstörung weggemacht, sonst hätte er alles hier schon zerstört. Kommt da noch so ein Enderman oder was? Wo ist er? Wo ist er? So, jetzt haben wir ihn besiegt hier. Jetzt müssen wir gerade mal was essen und Heilung vor allem. Ich sollte mal ganz schnell zu mir nach Hause rennen. Wäre mal nicht schlecht. Was meint ihr dazu? Oh, oh. Jetzt kommt auch noch Magier oder was? Oh, was ist denn hier denn los? Ah, daneben, so. Ich esse mal kurz was. Ah, wir haben nichts mehr da zu essen. Mist. Ich muss mal oben gucken, ob wir da noch was haben. Da will ich noch einen kleinen Balkon hinbauen. Ey, ich müsste doch Diamanten bringen, wenn nichts vor was zu futtern. Ah, da gibt's Kartoffeln. Oder haben wir da irgendwas noch hier? Wir ein bisschen was zu futtern haben. Hier tue ich mal ein paar Kartoffeln hier ansehen. Ich weiß, das Feld ist ein bisschen klein. So, dann tun wir da Kartoffeln hier rein. Ah, da haben wir noch zwei gebratenes Fleisch. Dann legen wir uns erstmal hin. Ah, ich kann nicht schlafen, weil die Monster hier in der Nähe sind. Euer Ernst. Ah, ich habe doch da irgendwo einen Bogen gehabt. Wenn wir kräften, tun wir uns gerade mal kurz einen Bogen craften. Weil dazu brauchen wir ein paar Stickies. Nur was wir für einen Bogen brauchen. 3 Fäden. Wir haben aber nur 2. Und das heißt, wir müssen nochmal hier kurz gucken, ob wir da irgendwo noch ein paar Fäden haben. Ja, gar nichts. Ich muss jetzt alles nochmal richtig schön sortieren hier. Da haben wir schon mal 10 Pfeile. Pfeile haben wir schon mal. Ich habe die große Frage, wo habe ich Bogen getan? Ah, sie sind weg. Vielleicht können wir uns jetzt hinlegen. Nee, den Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Komm, wo habe ich den letzten Faden hingetan? Oh, da war auch wieder. Wir haben jetzt auf einmal genügend Pfeile, aber was fehlt uns? Fäden, genau. Ein Faden fehlt uns noch. Ah, da ist die Spinne. Dankeschön, Spinnen. Schon haben wir unser Faden. Da, guckt aber ganz viele. Haben wir auch einen Bogen, wo wir reparieren können? So, jetzt tun wir mal craften hier. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie man Bogen nochmal macht. Der Bogen. Der Armbrust wäre auch nicht schlecht. Haken, was brauche ich für einen Haken? Werde ich mir nämlich sagen, wir brauchen jetzt erstmal eine Armbrust. Einen Haken brauchen wir. Eisen, das und das. Gut, haben wir alles. So, wir brauchen Holz, haben wir natürlich kein Steak. Doch, da haben wir Holz, Glück gehabt. So, Nagel war es so. So, und so. Ja, ist halt 2 Haken. Ist aber nicht schlimm. Jetzt gucken wir mal, was eine Armbrust kostet. Die können wir uns nämlich jetzt schon craften hier. So, jetzt sind wir nämlich ein bisschen besser bewaffnet hier. Da
Jetzt ist sie nämlich geladen und wenn sie kommen, können wir Bumm machen. So, jetzt legen wir uns aber erstmal hin. Beziehungsweise die Folge ist jetzt auch schon beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, wie schon gesagt. Ich baue da jetzt weiter. Beziehungsweise schon mal noch ein paar. Oh, das ging daneben. Es war auch fast daneben, aber ist egal. Ja, auf jeden Fall tue ich jetzt noch ein paar Gleise craften. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christoph D86. Tschüss.